Hi YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Freunde, es ist wieder soweit. Die Domos finden statt. Falls ihr das Ganze nicht kennt, das ist eine Awardshow, wo wir die besten Clips von meinem Channel küren. Und das Voting ist gedroppt gerade. Wir werden jetzt die besten Clips in jeder Kategorie bewerten. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich werde nicht zeigen, was ich gevotet habe, weil ich möglichst unbiased sein möchte für euch. Dass ihr quasi das dann zu Hause machen könnt. Wir fangen an. Best Community Interaction. Der erste Clip, den wir gucken, ist treuer Fan verfolgt Papa Platte seit Megaprojekt. Oh shit, das ist ein Classic, Freunde, der ist von Edeltour. Ich hab deine Projekte geguckt. Ah, Megaprojekt, Minecraft, ja. Ja, ja. Ah, geil. Ja, ich hab deine. Ja, Classic, Alter. Classic, ja. Klar, er hat alle Projekte geguckt, Bro, zum Beispiel Megaprojekt, absoluter Klassiker. Was haben wir hier? Die Menge einheizen. Komm. Yo, was geht ab? Hier ist für euch. Auch ein Classic. Was haben wir hier? Bist du Kevin? An den kann ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Das war hier. Boah, holy shit. Bist du Kevin? Yo. Können wir ein Foto machen? Ja. Bro, du kamst gerade super random hier an, Alter. Classic, Classic. Was haben wir hier? Oh mein Gott, oh mein Gott, Bro. Der hier ist auch legendary. Der Clip heißt, hast du ein Foto gemacht? Oh, merke, was ich so erreicht habe schon. Ja, true. Obwohl ich halt irgendwie so jung bin, ohne dass ich jetzt damit angeben will oder so. Aber so, dann denke ich so, Bro, wie krank. Also, hast du gerade ein Foto gemacht? Jo. hast du gerade ein Foto gemacht von ihm hier? Digga. Geil. Nee, ist auf Discord. Jo, mega. Am geilsten ist seine Reaction auf dieses hast du ein Foto gemacht. Und vor allem, und also die Situation ist so perfekt, Bro, weil ich einfach so einen deepen Talk führe. Das war so richtig, ich weiß auch noch, dass der, wir haben richtig lange gelabert. Und er so, yo, so mitten im Deep Talk, Bro. So, Bro, wie krank. Also, hast du gerade ein Foto gemacht? Jo. Bro, er wusste, er kann nicht mehr saven. Er musste einfach eiskalt die Wahrheit sagen, Bro. Er hat kurz 2 Sekunden überlegt, was er sagen soll, Bro. Und er musste einfach surrendern, Bro. Er musste einfach die Wahrheit sagen. Oh mein Gott. Okay, ja, votet gerne zu Hause, Freunde. Weiter geht's zu Best Community Video. Oh shit. Und das erste Video ist, warum Phineas ein Dreieck ist. Hallo Leute, in der heutigen Präsentation geht's darum, warum Phineas ein Dreieck ist. Um das rauszufinden, haben wir links ein Bild von Phineas und rechts ein Dreieck. Wenn wir nun das Dreieck auf das Bild von Phineas legen, sehen wir eindeutig, dass Phineas ein Dreieck ist. Also ja, Phineas ist ein Dreieck. Aber was für ein Dreieck ist Phineas eigentlich? Um diese Frage zu beantworten, nehmen wir unser Bild von gerade eben und untersuchen es genauer. Wenn wir genau hinsehen, bemerken wir, dass Phineas 3 Ecken hat. 1, 2, 3. Wenn wir das Dreieck weiter untersuchen, bemerken wir außerdem, dass Phineas 3 Seiten hat. 1, 2, 3. Na, okay, check. Also, Phineas ist ein Dreieck mit 3 Ecken und 3 Seiten. Im Hintergrund die Titanic. Aber warum ist Phineas ein Dreieck? Hat er vielleicht eine Krankheit? Nein. Oder wurden irgendwelche Genexperimente an ihm durchgeführt? Vielleicht hatte er auch einfach nur eine Schönheitsoperation. Vielleicht war es ein Unfall. Oder trägt er einfach nur einen fancy Hut? Nein. Die Antwort ist Doofenshmirtz. Wie jeder weiß, ist Doofenshmirtz ein bekannter Neonazi und der Erzfeind von Perry dem Schnabeltier. Classic. Er bekommt außerdem Classic. Unterhalt von seiner Ex-Frau und finanziert damit die Planung eines Terroranschlags auf den Bürgermeister. Aber das Wichtigste ist, dass er in den 80ern Phineas' Mom gebumst hat. Mit diesen Informationen wissen wir nun, warum Phineas ein verficktes Dreieck ist. Er ist der uneheliche Sohn von seiner Mom und Heinz Doofenshmirtz. Und weil Doofenshmirtz ja ein Dreieck ist, ist Phineas jetzt auch eins. Digga, herrlich, absoluter Classic. Okay, dann haben wir hier den Papa Platte Goofy Dance. Welcome to Britain, I'm in the party with Barbies and Drillers. The kid back mad on the spinner. Oh, shit. Dann haben wir hier Edeltour 2 The End. Wow, das war auch krass. Das war auch legendär. Oh,
Das war so geil. Das war so geil. Digga, wir waren in so einer Arcade-Halle einfach, Bro. Und man konnte dieses Ding da einfach aufmachen und die Ton lauter machen. Ton an, los geht's. Ton mal aus. Das war richtig cool. Ich glaube, Tim hat in der Phase seines Lebens, glaube ich, einen halben Mental-Zusammenbruch gehabt. Aber ansonsten war das echt awesome, Mann. Okay, dann haben wir hier den, oh, okay, check. Den Sonic Clip Classic. Wenn ich dir einen roten Knopf geben würde und er würde eine x-beliebige Zoo-Kreatur töten oder du bekommst 10.000 Euro, würdest du auf den Knopf drücken? Ja, Mann! Yeah! Ich habe 35 Eistee-Sorten miteinander kombiniert und jetzt trinke ich es! Ich höre raus, dir geht's nicht gut gerade. Digga. Ey, Bro, so ein unfassbar guter Clip. What the fuck, Bro? Und dann natürlich Legendary, die Präsentation über Dieter Bohlen. Dieter Bohlen ist 68 Jahre alt. Dieter Bohlen ist Musikproduzent. Ihr wisst gar nicht, wie viel Geld ich mit dieser Präsentation verdient habe, Bro. Ich habe locker 4.000 Euro mit dieser Präsentation verdient, mindestens. Komponist, Songwriter, Sänger und Politiker. 1980 wurde er mit Thomas Anders mit Modern Talking bekannt. Sein Wahlslogan heißt von Bohlen empfohlen. Dieter Bohlen ist 68 Jahre alt. Und da fängt die Psychose an, Bro. Dieter Bohlen hatte sein Debüt in ARD, ZDF und war der Fernsehstar Nummer 1. Der beste und der beschissenste Insider, den wir je hatten auf diesem Channel, Real Talk. Tut mir leid, ich habe irgendwie Thomas Gottschalk reingenommen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Digga, das war so dumm. Scheiße, so ein riesen Insider geworden. Das ist so dumm. So dumm. Real Talk, Real Talk. So eine unfassbare Scheiße. Digga. Alright, wir kommen weiter zu Worst Gaming Performance. Yeah. Ich glaube, in der Kategorie gab es besonders viele Einsendungen. Schade, dass wir nur 5 haben. Der erste heißt Oh Papa. Ich weiß nicht mehr genau, was da war. Das war bei Twitch Rivals anscheinend. Was habe ich da angestellt? Felix. Ach du dumme Hurensohn. Oh! Ach du dumme Hurensohn. Oh, Papa! Oh, and that's not what you want to see. Digga, einfach so ein... Oh, Hype! Digga, auch so geil, Bro. Es ist so ein echter Cast einfach. Und im Hintergrund hörst du nur so Hurensohn-Bastard. A little bit. Hype could use some points. Weil es sind so diese übelsten Family-Friendly-Caster und im Hintergrund sind wir so krank am Beleidigen, Bro. Holy shit. Alright, dann haben wir als zweiten Aimgot in Payday. Kommst du rein, Redmann? Ey, ja. Was war das nochmal? Bei dir auch alle. Fuck. Bro. Oh mein Gott. Legendär, Bro. Legendär. Digga, er dodgt den Shot einfach perfekt. Zieht euch das rein. Fuck. Lil Bro macht den perfekten Dodger. Digga, what the fuck? So, was haben wir hier? Hab alles verkauft. Ja, Klassiker. Ja, Klassiker. Ja, öffnet der auch bestimmt an. Er kann F drücken, dann steht da R verkaufen. Okay, ich hab alles verkauft, da gab's irgendwie kein Geld für. Oh Mann, das ist auch ein sehr, sehr guter. Dann haben wir hier angesoffen in Fortnite. Das weiß ich gar nicht mehr, was das ist. Da vor uns, vor uns, vor uns, vor uns. Ist einer P, ist einer P, ist einer P. Einfach rechtsklick und schießen. Ah, okay. Wait, what? Ich hab's gar nicht geschnallt, what the fuck, ich hab 5 Wochen Lara geschossen. Bro, in dem Bus saß einfach die Lara. Was ist gerade passiert, Alter? Dicker, what the fuck? Ist okay.
Und das hier heißt Kevin macht Kevin-Sachen. Ja, weil Leute dich Kacke. Als Kevin behandeln, sozusagen. Oh mein Gott. Und nee, ist nicht Ben Ross. Oh mein Gott. Das ist oh mein Gott. Only up in Minecraft. Nein! Oh mein Gott, bin ich dumm? Bro, oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. No oh joke, no joke. Oh mein Gott, wie ist das? No joke. Wenn, ich glaube, wenn meine Reaction nicht so nicht fake ist, sondern, also ich glaube, die wirkt schon real, dann hätten Leute real talk gedacht, ich habe das mit Absicht gemacht. Ich habe das ungeordnet nicht mit Absicht gemacht. Ich schwöre. Auf alles, oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein! Oh mein Gott, bin ich dumm? Bro, oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Ich weiß bis heute nicht, wie das passiert. Das macht gar keinen Sinn. Gott, oh mein Gott, wie ist das passiert? Bro, oh Gott. Digga, das war so dumm. Vor welchen Clip finde ich jetzt hier am besten? Boah, das ist schwierig. Ich glaube, ich nehme den hier. Best Fail. Was haben wir hier? Wir haben einmal den Pepega-Ball. Oh mein Gott, ich hab echt die Lampe geditscht. Da habe ich mit Marsha so TikTok-Gadgets getestet. Was machst du mal? Das war so ein extra bouncy Ball. Junge, die Nachbarn freuen sich. Das ist gerade so. Classic. Dann haben wir hier der Tee. Oh no. Der Teeglas-Vorfall. Wirklich Schmerzen. Ich habe versucht, ein YouTube-Intro zu machen. Schmerzen machen sich breit in meinem Körper. Bro, was war das? No fucking way, da stand ein Teeglas hinter meinem Bildschirm. Warum stand das da? Ja, ja, das war wirklich wie so ein Cartoon, Bro. Das ist so ein richtiger Cartoon-Sound. Wenn ich nicht wüsste, was passiert ist, hätte ich gesagt, das ist rein editiert. Das ist so ein perfekter, wenn so bei Mickey Mouse so ein Glas runterfallen würde, würde sich das so anhören, Bro. Das ist scheiße. Kevin und Hugo legen sich aufs Maul, Bro. Ey, die Madeira-Zeit war auch geil. Small accident. Oh. Nothing happened. Dieser Hooper, ja, ja. Alles entspannt. Ach, weil hier so ein Typ ankommt, hat Dominik gesagt, Small Accident, ich hab das nie verstanden. Okay. Ich bin irgendwie auf die Bremse und aufs Gaspedal gleichzeitig, weil, also du hast ja hier die Bremse und ich habe irgendwie, während ich die Bremse gedrückt habe, das so runtergedreht irgendwie. Jemand meinte zu mir, das ist bei Motorrad, passiert das manchmal Leuten, das muss man, da muss man wissen, was man macht. Dann gab es wieder 30 Tage nur für den, oh mein Gott, Bro. Ja, ich habe einer Quizshow dabei vermisskifft, Digga. Multiply that by 24 times that by 30. Und die Frage war, how many days does it take for the Earth to complete one orbit around the sun? Also wie lange dauert es, bis die Erde einmal um die Sonne geht? The student have a question. Since we're adding in one extra day every fourth year. 30 days? Yo! Yo, yo, yo! I trolled for the content, man. Oh, man. Ja, ja, klar. Oh, man, vor allem, ich hab das schon mal falsch gemacht bei der Tony-Game-Show, ne? Den Reese-Fail. Hey, jemand hat zwei Gegiftete rausgehauen. Danke, Bro. Absoluter Klassiker auch. Ich glaube, das hier ist es. Ich bin mir nicht sicher, aber. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Wie laut und wie groß er gefallen ist einfach, Bro. Wirklich. Ich habe noch nie einen Menschen so fallen sehen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Digga. Und dass hier diese Frau ist, wo er so mit seinem Fuß drauf lascht, ist so geil. Und hier unter meiner Facecam steht auch noch eine Person. Digga, da haben so viele Leute ihn angeguckt, das war mitten in der Stadt. Alright, wir kommen zum nächsten, Freunde. Das nächste ist Best Community Fanart. Oh, okay, okay, das sind jetzt nur Bilder. Okay, aber geil. Okay, das hier ist krass. Das haben wir, glaube ich, auf der Edeltour bekommen. Also auf der Edeltalk Live-Tour. Dann haben wir hier einmal die Pokémon-Rahmen. Bro, das ist auch übelst krass, das ist von Liximon. Dann hier ist Basti und ich. Das ist immer so geil, immer wenn Basti und ich Content zusammen machen, dann entstehen so viel mehr Fanarts, weil Basti hat so eine richtige Fanart-Community. Deswegen immer, wenn wir zusammen Content machen, Bro, entstehen mehr Fanarts. Aber das hier ist auch richtig krass. Dann hier, Bro, muss ich Real Talk sagen, einer meiner Favorite-Bilder von Henry, einer aus meiner Community, von der Edeltour, Bro. Super sick. Ich weiß gar nicht, ist das von der ersten Edeltour oder der zweiten? Müsste die zweite sein. Ja, ja, ist die zweite. Legendary. Legendary. Und dann ist hier, das ist, glaube ich, ein Video-Edeltour-Loop. Oh, lief das im Hintergrund? War das im Hintergrund?
Ich glaube, das hat Alex gemacht, meine ich. Das ist auch übelst krass. Alter, ich muss ehrlich sagen, das hier ist bis jetzt die schwierigste Kategorie. Ich weiß absolut nicht, wen ich hier vote, Bro. Ich glaube, ich vote ihn hier. Kommen wir zur nächsten, Freunde. Wir kommen zu Best IRL Moment. Alright, da werden die meisten wahrscheinlich von der Edeltour sein, Bro. Aber wie soll es anders sein? Okay, da haben wir einmal den Stuck 2.0. Oh shit, Bro. Das ist die Straße, wo wir stuck waren. Chill mal kurz, Bruder. Ich glaube, Lil Bro ist gerade beschäftigt. Also es ist cool, dass wir gutes Internet hier haben vom Ding her, aber ich glaube, Dominik ist gerade mit anderen Sachen beschäftigt, you know? Ja, jetzt sind wir richtig gefickt. Digga. Digga, Leute schreiben Kevin schieben. Digga, das Ding wiegt 4 Tonnen, Alter. Als ob ich jetzt draußen das easy schieben kann, Bro. Oh! Shit! Das wiegt nichts. Das hat... Ich glaube, jetzt ist Game Over. Ja, nee, wir sind natürlich da super schnell wieder rausgekommen. Okay, dann haben wir den Hupe mitten in der Nacht. Auch ein absoluter Classic. Ich glaube, das war der erste Campingplatz, an dem wir angekommen sind. Und der sah so super sketchy aus, Bro. Und wir mussten mega leise sein und wurden kurz vorher schon einmal angemault von so einem Typen, dass wir die Fresse halten sollen, Bro. Und dann ist das hier passiert. Du musst ziehen in der Ecke vorne. Okay, also diese und... Oh! Bro, Dominik! Digga. Der UFO-Mann. Ja. Da war so ein Typ, den haben wir den UFO-Mann genannt. Digga, das war in dem Moment... Das ist so richtige, so 2 Uhr nachts, alles ist lustig, Energy, Bro. Checkt ihr so dieses, so, man macht so Übernachtungsparty mit den Homies, Bro. Es ist so mitten in der Nacht, alle wollen pennen und irgendwer erzählt irgendeine Scheiße nochmal und alle lachen so dumm. Bro, Klassenfahrt-Vibe, ja, ja. Darf ich nochmal hupen, Digga, alle Hupen, Digga. Dann, was haben wir hier? Halt die Fresse jetzt, was ist da? Was ist das? Aha, da haben wir die Tickets für die Fähre gekauft. But it's not good, right? Fuck, LTE, Bruder, LTE ist wichtig. Do you know if it's, like LTE, like the normal phone? Frag, ob es internationale Gewässer sind, wir wissen nicht. Halt mal die Fresse jetzt, kriegst du das hin? Digga, ey, Edeltour war so, es sieht so cool aus gerade und ich habe so Bock, es nochmal zu machen und wir werden es auf jeden Fall auch nochmal irgendwann machen. Aber Edeltour war so anstrengend, Bro, ihr checkt das nicht. Digga, das war so anstrengend, Bro. Ich war wirklich so am Ende. Also, es war dieses Jahr noch mal ein bisschen chilliger als beim ersten Mal. Aber ich weiß noch, bei der ersten Edeltour, die wir gemacht haben, der vorletzte Tag, Bro, Dominik und ich saßen da in Österreich, Bro, war das damals, auf so Campingstühlen. Stefan, der mit unserer Technik-Guy war, war schon schlafen. Und ich sag euch ehrlich, ich hatte mich noch nie so depressiv gefühlt wie in diesem Moment, Bro. Ich war so leer. Digga, wir haben jeden Tag 18 Stunden gestreamt oder so, Bro. Bro, das war wirklich, das war so crazy, Bro. Holy shit. Und das hier war auch geil. Das hier werden wir demnächst bald wieder haben, Chat. Im Januar ist es soweit, da machen wir wieder den, was heißt wieder, zum ersten Mal den dreiwöchigen Winterurlaub mit Stream. Und das hier war der einwöchige Winterurlaub mit Stream, den wir mal gemacht haben. Und das war das Nachtrodeln. Wir werden es wiederholen, wir werden auch darauf achten, dass es da, wo wir hinfahren, auch Nachtrodeln gibt. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Da bin ich hier mit Mike den Schlitten runtergefahren. Und dann ist das hier passiert. Oh, fuck. Es hätte eigentlich der bei Schlitten drin sein müssen. Vielleicht kommt er noch, weiß ich nicht genau. Vielleicht kommt er noch. Aber das ist auch ein Classic, vor allen Dingen, wie weit Mike fliegt einfach. Digga, alle Leute dachten, ich habe Mike weggeschubst, aber ich habe ihn nicht weggeschubst. Es sieht aus, als hätte ich ihn hier so weggeschubst. So, ich schwöre, ich habe ihn nicht weggeschubst. No joke. So, dann haben wir hier Reese und der Arcade-Automat. Ja, Classic. Ich habe ja gerade schon gesehen. Den ganzen Aal hochgesprengt einmal. Hallo, wo bin ich? Also vom Ding her. Over. Wir sind over. Ah, shit. Ja. Okay, nächster Automat. Können wir hier noch ein Spiel freischalten? Ja, ich mache da mal kurz was. Ist das die Konsole da rechts? Bip, 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 bum, bum, bum. Ah, jetzt ist der Ton an. Los geht's. Der Ton aus. Digga. So ein guter Clip, Bro. Holy shit.
Boah, fuck man, da sind auch wieder viele gut. Ich glaube, ich entscheide mich mal für den hier. So, dann kommen wir weiter zu Best Gag. Jetzt haben wir hier andere Welt, Bruder. Was ist das hier mit Fabo? Das ist auch ein Craft Attack anscheinend. Guckst du? Ja. Guck mal, du, deine Gabel war schon krass, aber guck dir mal das hier an. Tschüss! Alter! La, Bruder, wo bin ich? Andere Welt! Fabs, wo bist du? Fabs, die andere Welt ist hier geil, ja? Fabs, tschüss, überall Farben, Bruder! Wolle ist krank! Hallo, Basti. Ey, Basti. Er ist direkt geliebt. Er ist direkt geliebt. Basti kam rein. Herrlich, ey. Bro, Fabo hat auch so einen Schaden. Dann haben wir hier die gute alte Tucker-Psychose, Bro. Auch ein herrlicher Clip. Ey, Bro, dieser Tucker ist richtig groß. Kann das sein? Das ist ein guter Tucker. Oh, Alter, wie groß der ist. Junge, Digga, ist das ein großer Tucker? Digga, der Tucker ist so riesig. Digga, ja, das ist so richtig... Der ist so groß. Das ist halt auch so richtig krasse 2 Uhr nachts, alles was lustig, Dings. Das war auch 2 Uhr nachts, glaube ich. Kann man damit, Bro. Das ist ein richtiger Gewehr. Ist alles so geil, Bro. Ich auch in diesem 1699 Aldi-Set da, was ich da anhab. Erbe-Packer. Ja, wow. Das ist richtig. Nach müde kommt Dom, ne? Oha. Oh, herrlich. Was haben wir noch? Dann haben wir Can We Make Hugo One Class Lower? Auch geil. Okay. Can we make Hugo one class lower? No. Give him then also the voyage. Digga, da haben wir wie gesagt diese Tickets gekauft für die Ferien. Absolut herrlich. Strong. So, dann haben wir noch den Ich-Kamel-Clip, Bro. Ah. Sag mir alles nach, außer bei dem Wort kaufen, sagst du anstatt kaufen K. Digga, da hab ich okay. Das zum ersten Mal, glaube ich. Nee, okay. Dominik hat das da zum ersten Mal gehört. Ich kaufe Tomate. Ich kaufe Haribo. Was? Ich kaufe Haribo. Ich kaufe Haribo. Ich kaufe Leiter. Ich kaufe Leiter. Okay, ich kaufe Mehl. Ich kaufe Mehl. Digga, wie er sich freut. Wie er sich freut, Bro. Digga. Es hat mich so abgefuckt, Bro. Diese Bastarde, Alter. Wir alle lachen außer der Teller wieder, Bro. Ja, weil Hugo das schon so 10-mal vorher erklärt hat, gemacht hat. Dann haben wir hier Basti synchronisiert Kevin-Intro, Bro. Auch ein Klassiker. Yo, das YouTube! So Papa Platte ist weg. Gaming Upload auf dem Kanal. Podibridge 3. Schon mal von gehört? Nein? Ich auch nicht. Ich hab's aber gespielt und einen Rekord aufgestellt. Das war so nice. Lass einen Like da. Yeah! Guten Morgen, ihr Süßen. Habt ihr schon mal was von Podibridge 3 gehört? Das ist ein neues Game, was rausgekommen ist. Und ich habe es sofort gespielt und einen Rekord aufgestellt. Oh mein Gott. Das geht doch gar nicht, denkt man sich. Aber ich hab's geschafft. Bleibt dran. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Meine 2 Finger stinken. Das dritte ist so hart. Herrlich. Das ist eine schwere Sektion gewesen. Okay, wir kommen weiter zum nächsten. Das nächste ist der Best In-Game Moment. Alright, wir machen weiter. Es geht weiter mit Best In-Game Moment. Da haben wir hier einmal, das war glaube ich so ein Amar-Turnier oder so. Finish. Er braucht noch einen Hit. Da hab ich mit Kuhring zusammen gespielt. Komm her nach hinten, Papa. Ist down. Links unten. Ja. Da kam hier so ein NPC rein, Digga. Mann, Junge, was ist mit ihm hier, Digga? Kontakt der vor uns, Digga. Er soll sich mal verpissen, Digga. Junge. Bro, wir waren so angespannt. Digga, was macht er denn? Bruder, verpiss dich! Natürlich passiert uns das. Digga, er nervt so hart. Oh Mann, ey, das war so witzig, Bro. Dann haben wir was hier. Du hast es gerade fast. Ja, let's go, ich hab's! Das Gesicht! Das Gesicht! Wo bist du? Kabelmann, hinter dir, Rettmann! Oh mein Gott! Gesicht ist hier, komm hier rein! Reese ist gestorben, steht oben. Herrlich. Noch herrlicher war, dass ich die Hälfte des Clips meiner Cam davor hatte. Top. Classic. Das ist auch ein sehr, sehr krasser Klassiker. Wie kriegt. Ey, was ist denn der Krieg-Button?
Geh! Nee, geh geht nicht. Geh rein, Amon! Achso. Digga, Anton war auch so stark. Das musst du machen, Bro. Zeige das Game. Warte mal, wer ist denn der Kollege hier? Ey, yo, guys, how you guys doing? Herrlich, herrlich. Oh mein Gott. Das ist die Falltür, oder? Warte! Ja. Digga, herrlich. Dann was haben wir hier? Knallharte Jungs. Okay? Ist das hier euer Kollege, der Wizard? Nee. Dann lass ihn totschießen. Ach, herrlich, herrlich. Ich glaube, ich wollte für diesen hier. Aber das geht weiter mit Top Cringe Moment. So, der erste Clip heißt Verabschiedung auf Dänisch. Oh, warte mal, was sollten wir nochmal sagen, wenn man geht? Tag. 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 Oh mein Gott, sie hat absolut keine Reaction gezeigt. Oh nein. Bro, sie hat absolut keine. Oh nein. What the fuck? Also da waren wir obvious in Dänemark, ich denke mal, das hat man gecheckt, oder? Das war so scheiße unangenehm. Warum hat die nichts gemacht? Warum hat die nichts gesagt? Bro, sie hat nichts gesagt. Ist das hier, can we take a picture? Sure, sure. Okay. Alright. Can we take a picture? Of me? Yeah. No, no, I don't want. Okay. Alright, thank you. Thank you, bye-bye, have a good day. Bye-bye. Oh, hä? Das hab ich gar nicht mitbekommen. War ich da baden? Von wem fragst du das? So awkward, Mann. Evil. Die denken, wir sind so Petos, Weirdos oder so. Warum? XXS-Kondome. Was haben wir hier? War das auch? Wir haben XXS-Kondoms von Ihnen. Da haben wir... Wir haben gespielt, wer würde eher oder so. I'm sorry, do we have XXS condoms on in here? No? What? Do you got XXS condoms in here? Not for you. Okay, okay. Thank you. I'm sorry, man. I lost the bet. You too. Dominik, der Bastard. Oh, ah, perfekt. Wie er sich gefreut hat. Was haben wir hier? Die E8-Story im Chess-Interview. Was war das? Chat is spamming one thing and one thing only, and I really need to know what is your I8? What does this mean? Yeah, I also want to know. Okay, I'm very intrigued. I guess I can't tell it on stream. It's for the better. I'm not sure. You already leaked your future travel. I don't think you have a choice. You could just, you know. I mean, there was like kind of an incident while I was driving. And, I'm not pretty sure how I could say it. Chat set you up, that's okay. Chat set you up. We thought maybe it was... Yeah, we just wanted to ask, but now we know. Thank you for wanting to answer that question. You do live in Germany, so we'll just put the pieces together. Bro, das ist so fucking unangenehm, holy shit. Ich glaube, ich gehe für den hier, alright? Okay, wir kommen zu Best Donation, Freunde. Wir haben hier einmal der normalste hier. Ist das? Die bleibt einfach ich da und die baumelt da. Ich habe manchmal die Träume, dass Basti GHG und Tomata einen extrem harten Porno drehen, wo Basti Wielands Eier mit einem Eierring abkneift und dann Wieland als seine kleine Villager-Bitch betitelt, während Tomata Basti die Nippel zwiebeln. Ey, bon. Leute, was zum flying fuck passiert hier? Klassiker. Was haben wir hier? AI-Donation... Psychose. Geld und konnte mir nur eine Jahr Cola kaufen. Aber jetzt kann ich Cola trinken und Trios zocken. GP! Ich hab mir heute Morgen Uffe Maloche ordentlich ins Hemd geschurzt, damit mir eine Luftpumpe von Chef mich je hinlässt und ich mir ein paar Mal den Jürgen abmelken kann, bevor die Alte wieder vom Zumba zurückkommt. Bruder, wirklich eine... Chat, wir müssen es langsam beenden. What the fuck, Bro? Diese Dose, Alter. Es ist wild. Digga, aber da gab es bessere. Dann haben wir hier Julius Caesar. Was ist das? Bruder, lass mir den zweiten Auto. Guck mal, haben wir uns da. Das Römische Reich würde gerne eure hochentwickelte Katapulttechnik für seinen Helden Anspruch nehmen. Bitte meldet euch bei Legionärskaserne 34. Benötigt lediglich den Passierschein A38. Julius Caesar, danke für die 3, Bro. Sehr gut. Dann haben wir hier Muldenkipper Manfred. Ich weiß, es sieht gerade so aus, als hätte ich absolut keine Ahnung, was ich hier mache. Halt dein Maul und bau schneller die Brücke. Meine Alte hat das Essen auf dem Tisch und ich will die Scheiße nicht kalt fressen. Muldenkipper Manfred.
Da haben wir hier eine Real. Ah, hier haben wir Relive Dono, I see. Moin! Bruder, wer ist denn er? Digga, behalt doch. Hallo Kevin, ich bin der Typ mit dem Basti GHG Pappaufsteller. Bitte sag mir nicht, der ist im Papiermüll gelandet. Nein, 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 der steht in unserem Stream, in unserem Ding Setup, in bei unserem Podcast. Bro, what the fuck? So ein Chef, Bro. What the fuck, Bro? Was zum Fick ist gerade passiert? Ey, wunderschönen Tag noch. Ciao, ciao. Digga. Bro. Der normal. Bro, er macht Relive Donation mit Text-to-Speech einfach. What the fuck? Bro, Digga, wirklich, was zum Fick? Ich glaube, ich vote für den hier. Es geht weiter, Freunde, mit Best Guest Appearance. Was haben wir hier? Komm Discord 2.0 heißt der hier. Knapp. Mach ihn lauter, nee, er ist nur leise, weil wir so weg sind. Immer nur geradeaus? Wie lässig. Wie lässig er vorbeigeflogen ist. Dann haben wir hier MVP-Ralle. Boah, ja, Mann, Beste. Olle Ralf, Bro, Beste, Mann, Junge. Heilige Scheiße. Ralf, der uns den Wechselrichter gegeben hat, dass die Tour weitergehen konnte. Oh mein Gott, er hat Karriere-Sept in der Hand. Ich werde bescheuert. Bro, no fucking. Er hat das. Ralle! Ralle! Das ist genau das, was wir brauchen. Hi, schönen guten Tag. Digga, das war so geil. Wir meinten, wir brauchen einen Wechselrichter und wir sind gerade in Hagen. Und einer meinte, Digga, mein Dad wohnt in Hagen, ich kann ihn anrufen, der hat einen Wechselrichter. Und dann haben wir uns den abgeholt, Bro. Und der meinte, da steht ein Typ mit einer karierten Jacke draußen, den müssen wir anlabern. Oh mein Gott. Digga, ey, wirklich. So realer Shit, Digga. Tag, wirklich. Junge, was ein Chef, Real Talk. Digga, das war auch krass bei Edeltour, wie viele Sachen passiert sind, ne? Holy shit. Was ist das hier? Der Einzige, der lacht. Ah, das sind die Videodays, okay? Hau! Wenn wir heute die Videodays gucken, dass wir das hier gucken. Digga, wir haben, ich denke, dass die meisten kennen es, aber wir haben die Videodays geguckt und die hatten dann aber keinen Ton bei dem offiziellen Livestream. Ich war aber nominiert und Dominik war vor Ort und ich habe ihn gefragt, ob er über Discord mir das überträgt. Das heißt, Dominik lacht, aber der ist da vor Ort, der sitzt da wirklich. Hau 2. Wenn wir heute die Videodays gucken, dass wir das hier gucken, Schirin. Bro. Ah ja, Hart 2 Schirin, genau. So. Dominik ist der Einzige in der gesamten Halle, der da. Hat einen sehr chaotischen Stil. Könnte mein Sohn Torben sein. Oh, und nennt ihre Follower. Wie er sich freut, Bro, wie er sich freut. Dann haben wir hier Revi, du Bastard. Tarnhili, ja, stimmt. Hey, Revi, du Bastard! Bei mir steht Rohr, ich muss Rohr töten, steht oben bei mir. Steht da! Was soll ich da machen, das Ding? Digga, ich weiß noch, wir haben so eine Challenge gespielt von Basti und wir mussten so Monster nacheinander killen. Bei mir war es gerade ein Chicken. Und alle waren ruhig, alle waren muted, weil jeder hat auch alleine quasi nur mit sich selber, also nur mit seinem Stream gelabert. Und dann, alles war ruhig richtig lange und dann kam immer er hier. Digga. Hey, Revi, du Bastard! Bei mir steht Rohr, ich muss Rohr töten, steht oben bei mir. Steht da! Was soll ich denn machen, das steht da! Verpennt, nein, Basti! Execk, ich muss Execk töten, du bist ein Esel! Mann, such dein Scheiß, wer ist denn Esel? Junge, ihr seid solche Opfer. Ja, Real Talk. Und dann haben wir hier Airdrop. Was ist das? Unter Nvidia? Spielt Basti dieses Jahr mit so auch Distance-Stuff? Glaub schon. Ja. Kevin, aufpassen, oh, oh. Kevin! Boss, wirklich. Bro. Ja, ich brauchte ein Schwert und Basti hat mir auf korrekt eins vorbeigebracht. Boah, ich sage, das hier war für mich der beste Moment dieses Jahr. Okay, wir kommen, es geht weiter mit Best Roast. Wie viel haben wir denn noch? Okay, das waren's. Noch 4 Dinger. Alright, gehen wir rein, Freunde, in Best Roast. Philo versus Zabex.
So, Freunde, ich koche jetzt mal was und dann treffe ich mich mit Felix, seiner Omi. War super, super geil. Was machst du mit der? Ich Felix Sex. Ich habe Analsex mit der. Okay. Das war mir fest. Finde ich ganz schön fatal von dir. Deine Oma hat mir das ganze Game unter... Deine Mutter ist ein Haufen Lederknochengerippe. Ich baue aus deiner Oma einen Rust. Das Diamanten in dem Dungeon oben. Da kommt Spreiz weit, ne? Jetzt habe ich, auf welcher Ebene findet man die? Wie schnell ist es gerade eskaliert? Hast du gerade gesagt, du baust eine Rust-Rüstung aus Zabix seiner Oma, Digga? Das ist halt ein bisschen Leder- und Knochengerippe, das Ding, das Viech. Mike, oh. Deine Oma ist ein Viech. Mike okay. Ist gar nicht mehr hier. Das war Pre-Cancel-Fellow, Mann. Digga, good times. Marsha die Hexe. Oh, hier läuft ein Geist rum. Hier läuft eine Hexe rum im Hintergrund. Oh, nee, ist nur meine Freundin, die ist ungeschminkt. Was haben wir hier? Deutschrap-Müll. Ach du Scheiße, das ist ja noch schlimmer. Ja, hier musste Dustin Stegis Stream übernehmen. Ach du Scheiße, das ist ja noch schlimmer. Ja. Das ist, da läuft kranke Scheiße, Bro. Ach du Scheiße, das ist ja noch schlimmer. Ja, aber das hört man im Video eh nicht. Da läuft also, so Deutschrap-Müll. Deutschrap-Müll? Was ja, ist, ja. Zieh den Hoodie auf. Fucking Dustin, du. Oh, Dustin, Mann. Ey, wir haben so lange nichts mehr gemacht. Kev. Der hier war auch gut, Digga. Das war auch im Winterurlaub. Und wir haben es in dem Moment gar nicht mitbekommen. Ich habe nur gesehen, dass das so ein Clip war. Der hatte damals schon so nach 24 Stunden irgendwie so 4000 Views oder so. Und da ist so ein Kind im Hintergrund, was über Dominiks Arsch redet. Ja, yeah, yeah. Dicken Arsch. Digga, absoluter Classic. Und dann haben wir hier Julian und die Earnings. Hat Haupttor rein. Ich glaube, da geht es um Julian Komm, den Fortnite Pro. Die werden wahrscheinlich wieder oben hocken, würde ich jetzt. Die kleinen Pussybären. Wie ist es so, jede Weihnachten auf Kevin allein zu Hause angesprochen zu werden? Ach, Bruder Julian, lass doch gut sein, Digga. Lass es. Wie ist es so, in den letzten 4 Monaten 50 Euro mit Fortnite verdient zu haben? Es ist Schüler, I'm good, bro, I'm good. Okay. Aber ist ja nicht schlimm, wa? Er macht es ja nur hauptberuflich. Alright, es geht weiter mit Perfectly Timed Moments. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bro. Das war, als ohne seine, irgendwie, was war das, irgendwie 100.000 Euro in Cases bekommen hat und alle aufgemacht hat, Bro. Und wir haben so Watch Party drauf gemacht. Naja, was soll ich sagen? Fucking Case hat verpasse und es ist ein Blue Jam. Hasse ich mal. Okay, das ist ein bisschen cutted, aber ich sag so, was ist, nee, ich bin auf Toilette gegangen und hab dann das hier gesagt, so mäßig, wenn ich auf Toilette gehe und jetzt die verpasse, you know? Fucking Case hat verpasse und es ist ein Blue Jam. Hasse ich mein Leben, Alter. Oh, baby. Slide it in, okay. Slide it in. Oh, oh, I'm terrible, terrible, terrible. Yes. Bro. The booty that is decently nice. Blue. The ass is decently blue, but... It's not what? Even, it's not... If this is close to 661, I'll... What? Or 67. No way! 5.5. What? Dude. Bro, ich war für einen Case draußen. Kind of like that pattern. That's a good start. That's a good start. Digga. Dann haben wir hier XQC Sleeper. Wait, guckt der gerade den Stream? So, das war der. Da die Schachturnier gegen XQC. Nice try, bro, nice try. Oh, yo. Nice try. Also hier, Skelett. Ich hab's möglich gemacht. Ich weiß nicht wie, Rezmann. Brauchen wir. Digga. Der Clip endet perfekt. Digga, dieses Face hier auch, was man hier noch so durch diesen Hintergrund hier sieht. Kannst du mir hier dick gefallen. Boah, ich sag ehrlich, ich glaube, wenn ich jetzt nochmal dick falle. Edelduck ist Trituck, das Beste, was mir hätte passieren, safe schon dreimal durchgehört, Kuss, Bro. Das Game ist ein einziger Fiebertraum, BTWWT. Oh, mir geht's gar nicht gut, Digga.
Was heißt hier? Confident as fuck heißt der Clip. Ich nehme diese Woche an einem Super Mario 64 Speedrun Tournament teil, was gestern gestartet hat. Und es ist halt über diese Woche und die nächste Woche und vielleicht sogar noch übernächste Woche verteilt. Ich sag mal, ich fühle mich eigentlich relativ vorbereitet. Du kleiner Hurensohn. auch wenn es gerade nicht so aussieht, aber. Wenn mein Homie Erik das hört, meld dich, du Arschloch. Ah, herrlich, ey. Okay, wir machen weiter mit Best On Air Performance. Ich kann das so flippen, dass es boah, so. Boah, das war so krass, das habe ich nicht miterlebt. Bro, das ist halt wirklich heftig. Oh mein Gott! Das ist halt wirklich heftig. First try. Das war klar. Bro, das war so krass. Dann hier mein Backflip, Classic. Ich gehe ein bisschen weiter runter. Und peinlich, wenn ich hier gesehen so habe. Sprung sehen. Oh, oh mein Gott, Alter. Digga, ich freue mich so auf den Winterurlaub-Chat. Okay, das war der Beste bis jetzt. Das war crazy strong. Bro, hart. Dann haben wir hier eine 6-Kill-Runde. Oh, da habe ich, ja, da habe ich in Counter-Strike anscheinend einen Ace gemacht, beziehungsweise vielleicht auch 6 Kills. Ich weiß nicht genau, wofür der 6. Kill steht. Bibi! Der war einfach ein Frauenschläger. Hast du blond gesagt? Hallo, Jungs, hallo. Hallo, wo seid ihr? Ich hab 4 Nathan. What the fuck? Bekommen. What the fuck? Kevin macht Alter, Ace Kevin, durch. Ey! So, dann haben wir hier Hops genommen. Was ist das? Der ist immer da, wo es brennt. Zwischen den Linien. Oh mein Gott, Bro! Oh mein Alter, das ist ja also. Classic. Crazy Trickshot. Mach weiter auf. Weiter den Mund. Oh! Oh! Let's go! Boah. Okay, was davon war der Beste? Ich glaube, mein Favorite war der hier. Freunde, am 16.12. sind die Domos, da wird es quasi alles ausgewertet. Kommt vorbei, wird geil. Ich freue mich.